Die Tourfamilie, ich glaube, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man erlebt haben. Das ist ein schönes Beispiel für Gemeinschaft, für Gemeinsinn. Und die müssten das doch alle nicht machen, hierher kommen. Weltmeister, Olympiasieger. Sie nehmen sich die Zeit, sie sind mit Herz dabei und da kann man nur den Hut ziehen. Ich bin jetzt im 18. Jahr meiner Schirmherrschaft und ich kann halt wirklich sagen, mich überrascht es manchmal selber, dass man mich so lange ausgehalten hat, aber eigentlich bin ich richtig stolz drauf. Es geht über die Dörfer. Wir fahren über die Dörfer, wir gehen zu kleineren Unternehmen, zu Bäckereien und zu was weiß ich nicht alles, bis bei der Freiwilligen Feuerwehr, die ja gar kein Unternehmen ist. Und jeder tut ein bisschen was dazu, sodass insgesamt das Ganze ein riesengroßes Ding ist, wo ja über die Jahrzehnte mittlerweile Millionen zusammengekommen sind. Da muss man halt eben ein Tempo fahren, dass, sagen wir mal, 50-60% ganz gut mitkommen, 20% sich quälen müssen und der Rest muss halt eben hinten geschoben werden oder halt eben wir warten oben auf dem Berg, sodass alle wieder rankommen. Denn wir fahren zwar für einen guten Zweck, aber es soll den Leuten auch irgendwo ein bisschen Spaß machen und nicht nur Quälerei sein. Vielen Dank, dass wir Ihnen heute die Tour der Hoffnung vorstellen durften. Unterstützen auch Sie den guten Zweck, wenn wir 2019 im August nach Nordrhein-Westfalen und in Ihre Region kommen.